So, willkommen liebe Leute beim zweiten Teil unserer Tour über Ackerfrüchte, Feldfrüchte, Landwirtschaft. Dieses ganze Spektrum sollte da in dieser Reihe ein bisschen beleuchtet werden. Beim ersten Teil, ich verlinke den da nochmal, haben wir uns ein bisschen den geschichtlichen Hintergrund sehr grob abgerissen angeschaut. Und in dem Teil möchte ich mir mit euch anschauen, was steht denn grundsätzlich auf unseren Feldern, also was dürfen wir erwarten zum Finden und auch schon ein bisschen die Lebensgeschichte hinter diesen Dingen, die was da so umeinander stehen. Ich stehe da, wenn ich da nach unten filme, ich stehe da praktisch im Mittelpunkt für drei verschiedene Dinge. Da haben wir ein Gerstenfeld, da haben wir ein Sojafeld und da haben wir was Indifferentes. Da sage ich dann was dazu, es könnte eine Grünbrache sein, beziehungsweise möglicherweise einfach auch noch eine Zwischenfrucht, bevor da irgendeine Frucht im zweijährige Frucht angesetzt wird, die was dann im nächsten Jahr erst zum Ernten ist, aber das schauen wir sich noch genauer an. Vielleicht einmal grundsätzlich, es wird unterschieden, wenn es um Feldfrüchte geht, in Halmfrüchte, also alles, was irgendwie unsere Getreide sind, da gehört auch der Mais dazu, sind die Halmfrüchte und eben Blattfrüchte, das ist halt da jetzt noch nicht so gut entwickelt. Aber mein Schatten ist gut entwickelt. Grüß euch, Schatz, das bin ich. Blattfrüchte, das ist alles, was irgendwie mit viel Blattwerk daherkommt. Soja, Rüben, Kartoffeln, alles, was eben mit ganz viel Blatt ausgestattet ist. Raps gehört da dazu, das sind dann die Blattfrüchte. Also das werden wir mal vorfinden. Gräser fürs Futter sind, ist auch eine Halmgeschichte, aber es ist halt keine klassische Frucht, weil es nicht für uns verwertet wird. Aber klassisch natürlich sind da Gräser, die was irgendwie für Heugewinnung oder Grünfuttergewinnung angebaut werden, sind auch Halmfrüchte, wenn wir das so sehen wollen. Und dann vom Wuchsdauer her, es gibt eben Pflanzen, die was innerhalb von einer Vegetationsperiode wachsen, so wie zum Beispiel da das Soja. Heißt, der ist jetzt in diesem Jahr im Frühling austragen worden und hat jetzt schon die Bestockung, so nennen sie das, wenn das Ganze in Tee wächst, erreicht und wird in diesem Jahr auch noch erntereif. Dann gibt es Pflanzen oder beziehungsweise Artengruppen, so wie da die Gerste, beziehungsweise so gut wie alle unsere Getreide, gibt es im Sommer wie in Winteredition. Meistens wird zumindest bei mir da die Winteredition angebaut. Was heißt das? Also Wintergerste, Winterweizen, Winter. Das heißt, das, was da jetzt schon wieder fast erntereif ist, Anfang Juni, also die Gerste ist immer das, was als allererstes geerntet wird. Die wird schon im Juni, beginnt schon wieder die Gersteernte. Das wird im letzten Jahr im Herbst ausgesät, treibt noch aus, also da werden die Pflanzen keimen und die ersten paar Blätter werden ausgebildet, dann kommt der Winter, es tritt der Winterruhe ein und jetzt im Frühling haben diese Pflanzen praktisch schon einen Wuchsvorsprung gehabt, weil sie ja im letzten Jahr schon keimt sind, haben zum Stocken, zum Schirm angefangen, sodass sie groß geworden sind, Blüte geschoben, befruchtet und da ist jetzt schon die Kornreifung. Und diese Wintergetreidearten und Sorten brauchen diesen winterlichen Reiz auf einer bereits ausgetriebenes Blattgrün, das dann im zweiten Jahr überhaupt gut weiterwachsen, Blüte und Frucht bilden können. Das Ganze gibt es eben auch als Sommeredition. Sommergetreide werden in diesem Jahr, so wie da zum Beispiel Soja, austragen, keimen in diesem Jahr und kommen aber auch in diesem Jahr zur Reife.
Der Landwirt müsste da aufpassen, nur weil er vielleicht sagt, haha, ich bin ein schlauer Kerl, Sommergetreide war jetzt in dem Fall billiger beim Einkauf, ich sehe das einfach als Wintergetreide. Das würde nicht funktionieren, weil wenn ein Sommergetreide im Herbst aufkeimt und dann der Winter kommt, würde es der Frost umbringen. Umgekehrt braucht das Wintergetreide den winterlichen Reiz, dass das Ganze funktioniert. Also das ist nicht austauschbar sehbar. Aber zu was gibt es dann das Sommergetreide oder wo wird das dann eingesetzt? Könnt ihr euch vorstellen, erstens, wenn zum Beispiel durch irgendein Ereignis eine Feldfrucht ausfällt, sei es was auch immer, Schädlinge, eine Naturkatastrophe, dann kann zumindest im Frühling doch noch ein Sommergetreide gesetzt werden, das dann im Herbst doch noch was zum Ernten gibt. In der Regel oder meistens haben Sommergetreide ein bisschen weniger Ertrag wie Wintergetreide. Aber ja, wäre grundsätzlich möglich, dass man Getreide eben auch im Sommer, also im Frühling anbaut, nur muss man halt dann schauen, dass man das richtige Saatgut hat. Also das von der Jährigkeit her gibt es Sommer- und Wintereditionen, beziehungsweise gibt es überhaupt Pflanzen, habe ich da jetzt nicht. Zum Beispiel fällt mir ein, bei mir wird viel Kümmel angebaut, also immer wieder. Der Kümmel muss eben auch schon im Vorjahr keimen und eine junge Pflanze entwickeln, um dann im zweiten Jahr aufschießen können, Blüte und Frucht bilden zu können. So ungefähr wie bei der großen Klette, da haben wir ja eine große Klette stehen. Das ist eine echte zweijährige Pflanze, also die keimt im ersten Jahr, bildet nur Blattgrün und überwintert dann, das Blatt fällt wieder zusammen und im Frühling treibt dann voll viel Blatt aus und dann kommt es zur Blüte und Frucht und dann ist das Leben auch schon wieder geschehen. Also das punkto Jährigkeit sozusagen. Da das dritte Feld, was wir da haben, ganz oft wird auf Felder eben Gründüngung eingebracht. Zur Gründüngung möchte ich noch speziell irgendwann kommen in dieser Reihe. Aber es gibt ja, wie wir im ersten Teil gesehen haben, auch diesen Erholungszyklus, also dass sich ein Feld, damals hat es praktisch auch die, am Anfang zwei Felderwirtschaft gegeben, dann die Dreifelderwirtschaft, wo bei der Dreifelderwirtschaft hat sich ein Feld ist immer aus Brache gelegen. Und auch das gibt es heute noch, dass sich ein Feld erholen kann oder muss. Und dann ist das eine Grünbrache bzw. eine Rotationsbrache, die aus Brach liegen, also nicht genutzt. Eine Rotationsbrache ist eben im Zuge der Feldfruchtrotation bzw. ja, Feldfruchtrotation. Da fällt mir gerade nicht ein, habe ich zu über Ackerbau jetzt gerade nachgedacht. Infolge der Fruchtfolge ist mal vorgesehen, dass praktisch ein Brachejahr eingelegt wird. Und dann wird aber das Feld nicht nackt gelassen, sondern es werden spezielle Pflanzen angesetzt, wo man dann weiß, die sind für die angedachte Folgefrucht, die was dann im nächsten Jahr da stehen wird, hilfreich, eben um zum Beispiel den Boden aufzuarbeiten, dass gewisse Schädlinge unterdrückt werden, dass Unkraut unterdrückt wird. Da haben wir ziemlich viel, ich schätze mal, dass Tritikalle ist. Tritikalle ist eine Mischung aus Roggen und Weizen. Dies kann eben auch sein, dass durch Ernterückstände, also im vorigen Jahr, dass da ein Tritikallefeld war, dass da ganz viel Tritikalle noch aufgeht und in diesem Jahr praktisch sein Leben abschließt und im nächsten Jahr, wenn da was bestellt wird, ist kein Tritikalle Saatgut mehr in der Erde verhalten, enthalten, so dass man dann irgendwie Weizen oder irgendwas für die Saatgutvermehrung im Besonderen meistens da aufpassen, dass da kein Tritikalle mehr mit aufgehen kann. Kann aber auch sein, dass das in einer Brachmischung dabei ist, einfach weil man weiß, gewisse Nährstoffe wird von dem aus dem Boden rausgeholt bzw. in den Boden eingebracht. Das ist gut möglich.
Saatgutmischungen, da werden wir immer wieder mal was dazu hören. Also es ist erstaunlich, was denn alles gibt. Also eben auch zum Beispiel für die Brache gibt es spezielle verschiedene Mischungen. Und auch diese Mischungen, beziehungsweise jene, die was diese Mischungen herstellen, müssen ganz viel verschiedene komplexe Dinge bedenken. Wieder, was ist zuvor auf diesem Feld gestanden und was soll dahinterher auf diesem Feld stehen, weil hat von Bedeutung, welche Nährstoffe eingebracht werden sollen, beziehungsweise welche Nährstoffe übrig sind von der Vorfrucht und aufgebracht werden sollten. Weil es gibt zum Beispiel Pflanzen, die was einen hohen Stickstoffbedarf haben, andere brauchen wieder nicht so viel Stickstoff. Also wenn noch viel Stickstoff an einer Vorfrucht im Boden wäre, müsste man einen Stickstoffzerrer anbauen, sodass die Folgefrucht, die was wenig Stickstoff braucht, mit dem Boden gut zurechtkommt. Geht aber auch umgekehrt, man hat einen starken Stickstoffzerrer stehen gehabt und hat auch in der Folgefrucht wieder einen Stickstoffzerrer. Heißt, man muss irgendwie Stickstoff wieder in die Erde einbringen, dann wird man zum Beispiel ganz viel Leguminosen, Hülsenfrüchte setzen, ganz so die Kleegeschichten, Wickengeschichten, Bohnengeschichten, weil die in der Regel Stickstoffknöllchen bilden, also die sind in Symbiose mit einem Bakterium und wir werden sich das sicher mal anschauen, ich kann euch das sogar sagen. Da, ich habe jetzt keine Schaufel mit und Klee ist nicht das beste Herzagobjekt. Da werden wir uns einmal Ackerbohne oder sowas anschauen. Da sieht man tatsächlich diese Knöllchen, die was Stickstoff binden und wenn das Ganze dann ins Feld eingearbeitet wird, hat natürlich die Folgefrucht den Stickstoff zur Verfügung. Wir werden auch miteinander sie anschauen, den Gemengeanbau bzw. den Mischfruchtanbau ist sowas ähnliches wie wir da haben, nur dass ich mir da sicher bin, dass kein Mischfruchtanbau ist. Wenn das da auch Mischfruchtanbau war, dann war viel mehr Tritikhalle zum Sehen. Weil, wenn man das jetzt da ernten würde, das zahlt sich ja vom Korn her nicht aus. Aber die Idee vom Mischfruchtanbau ist, dass man zwei Partner miteinander anbaut, die was sich miteinander ergänzen. Ein Stickstoffzerrer und ein Stickstoffproduzenten. Dann haben sie während einer gemeinsamen Wuchsperiode gegenseitig Unterstützung. Der Stickstoffzerrer, man kriegt Stickstoff von der Leguminose, ganz oft sind es irgendwie Bohnen oder Wicken. Und die Bohne oder Wicke hat zum Beispiel vom Korn die Stützmöglichkeit, dass sie sich in die Hähe ranken und aufstützen kann. Solche Dinge werden da bedacht, aber das werden wir sich eben noch gemeinsam genauer anschauen. Und weil ich es da gerade so schön habe, auch das ist voll interessant, das gilt. Keine Angst, also ihr braucht es nicht mitschreiben, wir werden das sicher ein paar Mal wiederholen. Das gilt für fast alle unsere Getreide, also für alle unsere Getreide gilt in der Regel, dass es zwittrige Blüte gibt. Das heißt, es werden weibliche und männliche Teile produziert. Das, was wir da so gut sehen können, ist der männliche Teil. Also das ist der Pollen. Die Pollensäcke, die was auf die Staubfäden hängen, und da wird der Pollen freigeben. Jetzt gibt es verschiedene Befruchtungskonzepte. Die meisten Getreide sind Selbstfruchter, also die bestäuben sie mit dem eigenen Pollen und nicht das, also das wirkliche Selbstbestäubung sozusagen. Jede einzelne Blüte kann sie und bestäubt sie in der Regel wirklich durch sich selbst. Also nicht irgendwie, dass von da was umgeblasen werden muss oder von da nach oben, sondern oft gehen die Blüten sind noch gar nicht offen und haben sie dann schon in der Blüte selbst bestäubt. Der Roggen zum Beispiel ist ein Fremdbefruchter. Das heißt, der braucht ein Pollen
von einer anderen Blüte zumindest. Also es muss nicht zwingend von einer anderen Pflanze kommen, sondern es muss zumindest von einer anderen Blüte innerhalb von dieser Ähre kommen. Diesen ganzen Stand nennt man Ähre und diese Einzelteile wären dann die Ährchen. Also beim Roggen zum Beispiel ist eine Fremdbestäubung notwendig. Hat dann wieder damit zu tun, wenn ihr Pollenallergiker seid, wenn ihr Weizenfelder in der Nähe habt oder Gerstenfelder, habt ihr in der Regel nicht wirklich ein Problem, weil da ganz kurze Pollenzeit ist und auch so gut wie kein Pollen an die Umwelt abgeben wird, die was weit vertragen werden könnte. Der Roggen hingegen ist einer von den bekannten Allergieauslöser. Eben, wenn du eine Fremdbestäubung aus bist, dann muss man auch mehr Pollen produzieren und mehr Pollen durch die Welt schicken. Und das ist dann wieder für Pollenallergiker nicht so praktisch. Gut, bevor das jetzt in diesem einen Standort zu lang und zu viel wird, lassen wir es für diese Runde gut sein. Wir haben festgestellt, es gibt eben Halmfrüchte, da gehören unsere Getreide dazu, es gibt Blattfrüchte, Rüben, Kartoffeln, Soja, alles was irgendwie Raps, was ganz viel Blattgrün hat. Wir haben festgestellt, es gibt zweijährige Pflanzen bzw. Pflanzen, die was über einen Winter-Sommer-Zeitraum wachsen müssen. Also das wäre praktisch winterannuell, aber eben auch echte zweijährige Pflanzen, die was im ersten Jahr nur grün anlegen und dann im zweiten Jahr Blüte und Frucht. Wir haben eben auch noch erfahren, dass es Felder gibt, die was brach liegen, die aber in unserer Zeit in der Regel nicht braun und nackt sind, sondern mit irgendwelchen verschiedenen Pflanzen bestückt sind und die nicht irgendwie frei gewählt, sondern in der Regel eine Funktion mitbringen, um den Boden für die Nachfrucht vorzubereiten. Gut. Schauen wir mal, was uns in nächster Zeit nur so reinhüpft. Ich bin gespannt. Für mich ist dieses Thema in diesem Jahr besonders interessant. Ich hoffe, für euch ist es ähnlich. Dann bis zum nächsten Mal.